Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du zugeschaltet hast. Und ja, noch schöner ist, Gott hat wieder etwas Neues für uns vorbereitet. Amen. Hallo, mein Vater, ich danke dir für den neuen Tag, den du uns geschenkt hast, Herr. Danke, dass wir aufwachen durften. Danke, Herr, dass wir ja, gewiss sein dürfen, dass du hier bei uns bist. Danke, Herr, dass du immer etwas Neues für uns hast, Herr. Und ich bete einfach, dass du heute Morgen wirklich zu unseren Herzen sprichst, Herr. Wir wollen von dir hören, Herr. Wir wollen wieder mehr erkennen, mehr erfahren. Ja, einfach, ja, all diese Fülle, die in dir ist, Herr. Da ist so viel mehr noch und wir sind hungrig danach, Herr. Wir sind wirklich hungrig danach. Lass uns erkennen und, Herr, wir wollen dir auch die Erlaubnis geben, dass du auch, ja, Dinge, die vielleicht in uns sind, Herr, dass du einfach da hineinkommst, Herr. Du sollst die Freiheit haben, auch uns, ja, uns zu korrigieren oder uns, ja, schenk uns Offenbarung, Herr, wie es auch aussieht in unserem Herzen, ganz persönlich, Herr. Wir danken dir für deine Liebe, wir lieben dich. Amen. Amen. So, ja, Jesaja 43, 4, M.A. Ich lese erstmal aus der Neuen Luther-Übersetzung. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist. So, das ist der Vers für heute Morgen, mein Thema auch, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Du bist wertvoll und geliebt. Und vor einigen Tagen, da schlief unser Sohn so in meinen Armen und ich habe ihn beobachtet. Ich liebe es, ihn zu beobachten. Und ich habe ihn angeschaut und ich dachte mir, wow, du bist so wertvoll und du bist so geliebt. Und du machst gerade nichts, ja, also du leistest gerade nichts, du schläfst einfach da und liegst da und du bist so wertvoll und geliebt. Und genau, unser Sohn, der hat dem Papa da oben, der hat hier, na, hat uns anvertraut, hier sein Papa, seine Mama und auch wir sind Kinder des Höchsten, dem Vater aller Väter. Und er sagt dies über uns, er sagt das über dich, du bist wertvoll und du bist geliebt. Ja, er sagt das zu mir, du bist wertvoll, du bist geliebt. Und ich glaube, wir müssen das wirklich verstehen, erkennen und vor allem glauben. Glauben, dass wir einen Vater haben, der das über uns sagt. Und wenn Gott es nicht ist, der dich ausfüllt, der das wirklich eine Wahrheit in dir ist, dann wirst du immer etwas anderes suchen, was dir Wert gibt. Entdecke aber deinen Wert in Jesus, entdecke deinen Wert in Gott. Sonst vergleichst du dich ständig oder eben du suchst etwas. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Das können materielle Dinge sein, das kann eine Leitungsposition sein, ja, die dir Wert gibt, ja, ein Titel. Das kann Vermögen sein, das können Beziehungen sein, ja, die dir Wert geben. Und es kann sogar ein Dienst in der Gemeinde sein. Und jetzt denkst du, echt? Ja, auch das kann sein. Es kann sein, dass das etwas ist, was dir Wert gibt, weil du deinen Wert in Gott nicht erkannt hast. Und das sollen wir und das wünscht sich Gott. Da bin ich mir sicher. Und ich habe ein kleines Zeugnis. Da kommt die Sophia auch mit drin vor, vom Lobpreis die Sophia. Und ich habe mit ihr das abgesprochen. Also es ist für sie in Ordnung, dass ich darüber spreche. Und zwar war das so, als ich schwanger war, ich hatte wirklich eine traumhafte Schwangerschaft. Ich war topfit. Ich habe bis 2 Wochen vor der Geburt noch im Lobpreis mitgemacht. Und es war alles gut. Und dann kam die Geburt und dann ist man plötzlich 24/7 Mama. Und dann hat man diese ganzen Hormone und das alles hat man dann. Und ja, dann ist man natürlich auch vielleicht ein bisschen müde oder was auch immer es ist. Und ich habe gemerkt, oh, in dem Moment, da kamen wirklich negative Gedanken auch. Ja, obwohl ich so voller Glück und Freude war über unser Kind und so, habe ich aber gedacht, andererseits, oh, wie ist denn das? Ach ja, jetzt arbeite ich ja nicht mehr. Ach ja, jetzt verdiene ich ja erst. Und nein, jetzt kann ich ja gar nicht mehr so wie davor dienen und im Lobpreis. Und wie ist es? Und bin ich da noch gebraucht? Und also es war wirklich in meinen Gedanken, ja, der Feind kennt ja unsere Schwachpunkte. Und da hat er wirklich gedacht, er muss da jetzt, genau, mich drangsalieren damit. Und das Interessante war, die Leute kamen zu mir und haben geschwärmt von der Sophia. Und ich dachte mir, ja, ist ja super, ja, sagt es der Sophia und das ist doch toll und ist ja auch so. Das war gar nicht der Punkt jetzt mit Sophia, sondern es war bei mir. Ich musste meinen Wert, ja, meinen Wert erkennen, meinen Wert wieder neu in Jesus erkennen. Ich bin
jetzt seit 17 Jahren in dieser Gemeinde. Ich habe jetzt Jubiläum. Halleluja. Seit fast 16 Jahren im Lobpreisteam. Halleluja. Und ich liebe es. Aber das ist nicht das, was mir meinen Wert gibt. Das darf nicht das sein, was mir meinen Wert gibt. Ich bin in erster Linie nicht die Lobpreis-Sarah, sondern in erster Linie bin ich eine Tochter des Höchsten. Ja, in erster Linie bist du ein Sohn des Höchsten. Und das ist so stark, wenn wir das erkennen. Und das war etwas, wo ich einfach das erkennen musste. Ja? Und es ist ein Segen, mit Sophia zu dienen. Und sie weiß das. Und wir haben uns sehr, sehr gern. Nur so noch nebenbei. Genau. Und wie gesagt, ich liebe meinen Dienst hier in der CBG. Und es ist wirklich, es ist ein Segen. Wirklich ein Segen. Aber wie gesagt, mein Wert darf nicht darin liegen, was ich leiste oder was ich tue. Und du kannst die ganze Welt retten, aber du kannst innerlich total leer sein und dich ungeliebt fühlen. Du kannst den größten Dienst haben, aber deinen Wert nicht erkannt haben in Gott. Du kannst den besten Ehepartner sogar haben, aber dein Wert, das ist das, was Gott dir gibt. Ja? Das, er ist das, der dir den Wert gibt. Er ist das, der zu dir sagt, du bist wertvoll und geliebt. Du kannst ein Star sein und alles besitzen, alles, was du dir wünschst, aber du kannst dich total wertlos fühlen. Und ja, meine Bitte oder ist einfach, Gott, öffne mir die Augen. Und das war mit, öffne mir die Augen für meinen Wert. Wer bin ich in deinen Augen? Und er sagt, du bist meine Tochter, meine geliebte Tochter Sarah. Und das sagt er über jeden Einzelnen von uns. Und natürlich sollen wir dienen im Reich Gottes und investieren. Und ich hatte gerade vorhin mit Pinder so ein Gespräch. Das Schöne ist ja, wenn dein Wert in Jesus ist und du deinen Dienst dann siehst als etwas, was dich erfüllt, was dir Freude macht, ja, dann ist das so gesund und dann ist es ja was, dann liebst du das und dann willst du das tun und dann mach das, ja, such dir einen Bereich, wo du vielleicht ja einfach, wo Gott die Begabung geschenkt hat oder wo du einfach Liebe dafür hast und diene und es ist wirklich ein Segen. Und ich muss auch sagen, in dieser ganzen Zeit, es ist auch eine Art Schutz. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist auch eine Art Schutz, wenn du wirklich irgendwo fest bist, wenn du fest dich investierst, ja, wenn du eine Regelmäßigkeit hast, ja, wenn du sagst, okay, ich mache das und dann kommst du und dann, also das ist einfach, ich kann das jetzt schwer gerne, aber es ist auch eine Art Schutz da, dahinter und genau, ein bisschen Werbung gemacht. Aber in erster Linie, zuerst darfst du Kind sein und seine Liebe und seine Annahme erfahren. Und wenn du dann so gefüllt bist, ja, dann kannst du das ja auch weitergeben. Und vielleicht denkst du, ach, das ist so ein typischer Postkartenspruch, du bist wertvoll und geliebt. Dann lass uns zur Bestätigung lesen Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, das ist das. Wir sind so wertvoll. Jeder Einzelne von uns ist so wertvoll für Gott, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, damit wir nicht verloren gehen. Wenn wir diesen Vers verstehen, dann verstehen wir auch, glaube ich, ein bisschen mehr diesen Wert, den wir haben für Gott, für jeden Einzelnen von uns. Und dann noch Römer 8, 14b. Wir waren durch den Sündenfall getrennt von Gott, aber durch Jesus können wir sagen, aber lieber Vater. Ja? Hier hast du die Bestätigung. Das Erste, du kannst sagen, aber lieber Vater, du hast einen Vater im Himmel, du bist Sohn oder Tochter des Höchsten, ja, und du bist so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für dich gegeben hat. Und ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass das immer wieder einfach noch eine viel größere Offenbarung auch für mich wird, ja, dass das auch immer so sein soll, dass mein Wert wirklich darin liegt. Und ich wünsche mir das für jeden Einzelnen, dass du wirklich heute Morgen erfährst und erspürst, wie wertvoll du bist. Ob du jetzt dienst oder nicht dienst, ob du was auch immer, du bist einfach geliebt und wertvoll. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr, dass du in deinem Wort sagst, wir sind geliebt, wir sind wertvoll. Und ja, das sagst du über deine Töchter, über deine Söhne, Herr. Und wir danken dir dafür. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen heute Morgen, der das jetzt da ist, zugeschaltet ist oder der das im Nachhinein anschaut, dass jeder Einzelne eine Offenbarung bekommt für deine Liebe, Herr. Für deine Liebe, für deine, ja,
dass wirklich dieser Wert, dass wir diesen Wert in dir suchen, dass wir diesen Wert in dir finden, Herr. Und jeder Einzelne ist wertvoll. Es gibt keinen in deinen Augen, der nicht wertvoll ist, in Jesu Namen, Herr Vater. Und wir danken dir dafür, Herr. Ich bete für all die Herzen, Herr, die vielleicht ja irgendwie da in dem Bereich hart sind, durch Verletzung oder durch ja, was Erlebnis oder was auch immer, Herr, dass du hineinkommst, dass du Heilung schenkst in Jesu Namen, Vater, dass wirklich ja da Erneuerung geschieht in den Herzen, Herr. Und dass einfach diese Herzen annehmen können, Herr, dass sie geliebt und dass sie wertvoll sind. Wir danken dir, Herr. Wir danken für deine Liebe, Herr. Wir danken dir einfach, dass du, ja, dass du deinen Sohn gegeben hast, Herr. Dass wirklich dieser Liebesbeweis, ja, der größte Liebesbeweis, du hast deinen Sohn gegeben für uns, Herr. Damit wir leben, damit wir nicht verloren gehen, damit wir frei sein können, Herr. Und durch diesen Weg, den Jesus gegangen ist, dürfen wir sagen, aber lieber Vater. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.